Klasse moderner Actionfilm. Ich muss das, den Part wollte ich übrigens auch dazu sagen, wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen, also nicht wundern, wenn dann hier die Parts so abrupt enden. Ja, 96 Hours. Das ist ein richtig geiler Film. Taken, auch genannt natürlich. Und Big Trouble in Little China, einer meiner Lieblings-Carpenter-Filme. Den zähle ich als Action, weil das ist ein Mix aus Action, bisschen Horror, Fantasy, Martial Arts. Also da Action drin ist, ist er auch Action. Fand ihn genial. Der war schön übertrieben. Cool gemacht. Das hier ist kein richtiger Actionfilm. Thriller. Ich zeig den trotzdem. Clint Eastwood, die letzten beißen die Hunde. Jetzt kommen wir aber zu Action. Und zwar Scott Adkins. Seized. Geiler Film. Ich muss dann auch, wie gesagt, ein bisschen hin und her switchen von den Regalen. Da die Actionfilme kreuz und quer verteilt sind, ich kann sie vom Platz her deswegen nicht so gut sortieren, deswegen, ja, ging es nur so. Hier ist übrigens nicht die Cut-Fassung drin, sondern hier ist die Blu-ray of the Nameless-Fassung, falls das heißt, das ist geschnitten. Das ist hier die Uncut-Version. Genau ausgetauscht, dass ich hier eine Hülle für habe. Weil er bei Mediabook von Avenged mit dabei war. Dann Eliminators. Ist auch ein geiler B-Movie gewesen. Gar nicht mal so schlecht. Und die Kampfszenen von ihm sind super. Wie er die Gegner verdrischt, das war schon echt spaßig. Kann man sich gut geben. Legacy of Lies, Scott Adkins, das ist eher sowas wie James Bond. Aber es ist ja auch Action, irgendwo Action-Thriller, das ist ja. Der war nicht schlecht, aber ist kein großer Hit. Das ist Action. Point Break. Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze und Keanu Reeves. Mag ich den Film, aber ich verstehe den Hype nicht drum. Für mich kein Meisterwerk. Ist ein guter Film, aber kommt auf gar keinen Fall an sowas ran wie Roadhouse oder solche Einschleusungsfilme, wie es hier ist. Made of Steel oder so. Stone Cold finde ich da auch besser. Aber gut ist er trotzdem. Macht Spaß. Hier ist auf jeden Fall Action. Blutige Fahrt Gottes. Ich finde ihn super. Ich glaube, hier gibt es auch nur zwei Seiten. Entweder man hasst ihn oder liebt ihn. Ich gehöre zu der Seite, die ihn lieben. Mit 8 Punkten habe ich glaube bewertet. Cooler Film. Jetzt muss ich kurz gucken, das hier ist alles Action. Horror, nicht Action. Horror, Horror. Hier ist Action wieder. Undisputed 3. Redemption. Der beste Teil der Undisputed 3. Teil 4, der war zwar gut, aber das Ende, das hat mir gar nicht gefallen. Und hier gerade der Endkampf gegen Marco Zaro. Das ist richtig geil. Ja, Scott Adkins mal wieder auf die Kacke. Undisputed 3, der beste Undisputed Teil. Vielleicht durch mit den Actionern. Korea-Kino, The Outlaws mit Don Lee. Cooler Film. Ist ein bisschen Quatsch hier, der Superstar. Also, bis vor kurzem auch nicht gewusst, dass es ihn gibt. Aber der Film ist echt gut. So, nicht aufs Maul. Gute Sprüche. Top. Ich kann hier langsam nicht mehr reden. Mache ich das mal ganz schnell zu Ende. Puh. Headshot. IQ weiß. Ja, mega. Hier geht's richtig ab. Ich sage viele, Raid ist ja viel besser. Das ist ja scheiße. Ich finde Raid auch besser, aber der ist trotzdem top. Gute Story, die Action-Szenen sind sehr hart, gut umgesetzt. Ich finde auch den Aspekt hier geil, dass er erst alles lernen muss wieder. Kurzzeitig vergisst, was er alles kann, was Kämpfe und so angeht. Also, geiler Film. Nee, muss nicht aufmachen. Headshot. Die jetzt schnell hintereinander weg. The Raid 1, brauche ich nicht viel zu sagen. Klasse. Und noch besser. The Raid 2. Geht noch mehr auf. Geht noch mehr ab. Dann der beste The Rock-Film. Die neuen kann man alle vergessen. Alles Schrott, finde ich. Dass jetzt diese Familien-Scheiße da macht. Faster mit The Rock. Nie hat er eine coolere Sau gespielt. Wie eiskalt der hier Rache begeht, ist einfach mega. Ja. So fast durch. Haben wir nur noch zwei Filme.
Und zwar wieder Steven Seagal, damit beenden wir diesen Teil auch. Und zwar haben wir Urban Justice. Einer der letzten guten Filme von ihm, die man sich noch echt gut angucken kann. Von 2000 und irgendwann. Nur das Ende gefällt mir hier wieder nicht. Cooler Streifen. Und der letzte, das war sein letzter Kino-Release. Das ist Exit Wounds, die Kopfjäger. Upsala. Ja. Und das war's. Teil 4 meiner Actionfilme. Und es geht noch weiter. Wie viel es noch wird, das weiß ich nicht. Sollen wir mal gucken. Ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hatte einen Einblick in meine Actionsammlung. Wen es interessiert hat. Wer nicht, der schaltet dann einfach nicht ein. Okay, bis zum nächsten Mal und ciao.